Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem DEL-Spiel der Augsburger Panther gegen die Hamburg Freezers. Endstand 5:2. Nach dem Spiel sind beide Coaches hier. Für die Freezers Benoit Laporte und für die Panther Larry Mitchell. Herr Laporte, Ihr Statement zum heutigen Spiel. Dankeschön. Guten Abend zusammen. Ja, gratuliere an Larry und seine Mannschaft. Ich habe sehr, sehr hart gespielt und mit sehr Intensität und sehr Disziplin. Und das ist der Unterschied mit uns heute. Ich denke, dass die ersten zwei, drei Tore da, wir haben ohne Disziplin, like, wir haben nicht die Puck tief bringen und strafen. Und ich denke, dass Augsburg hat sehr, sehr gut, ich sage noch einmal, mit sehr Disziplin gespielt. Und das war die beste Mannschaft heute Abend auf Eis. Und ich denke, dass die Stimmung auch mit diesen Zuschauern, das war unglaublich. Das war eine super Stimmung in der Arena. So viel Glück der Larry und Beamer da und die Augsburg Panthers für die nächste Spiele. Und wer weiß ja nichts, was passiert jetzt. Dankeschön. Dankeschön, Benoit Laporte. Larry, dein Statement zum heutigen Spiel. Danke, Benoit. Ja, ich habe das ähnlich gesehen. Ich glaube, man hat unheimlich viele Siegeswillen auf unserer Seite heute gesehen. Wie der Benoit auch erwähnt hat, unsere Fans waren heute unglaublich. Das war sehr laut. Die haben uns angepeitscht, die haben uns nach vorn gebracht, teilweise im Spiel, vor allem bei dem 5-minütigen Überzahl, wo wir, ja, ich denke, einfach zu bequem gespielt haben. Wir haben eine Führung gehabt und ja, dieser Killer-Instinkt hat da gefehlt, aber wir haben die zwei Überzahl-Tore geschossen. Wir haben eine unglaubliche Unterzahl heute gehabt und ich könnte wahrscheinlich eine Reihe von Spielern nennen, die einen super Job gemacht hat. Und deswegen möchte ich nur sagen, das war eine absolute Teamleistung. Aber wenn ich auf der Spielerbank sehe, 2,5 Minuten vor Schluss bei 3-5 Unterzahl und sehe, dass der Boyle einen Schuss blockt und sich gar nicht mehr bewegen kann und schmeißt sich dann nochmal in 3 Schüssen rein. Greg Moore, glaube ich, 3 Schüsse geblockt und Christian Chartier gearbeitet wie ein Tier vor dem Tor. Muss ich einfach diese 3 Leute erwähnen, weil ich denke, das ist alles andere als selbstverständlich, dass die sowas gemacht haben. Und ja, ich ziehe meinen Hut für diese Mannschaft, aber ich ziehe meinen Hut für besonders für die 3 Spieler, weil das war unheimlich wichtig für unser Moral. Und Greg Moore hat heute 3 Tore geschossen, aber er hat mehr Anerkennung und Lob von seinen Mitspielern bekommen für die Schüsse, was er geblockt hat am Schluss, als für die 3 Tore, was er geschossen hat. Und ja, es waren wichtige 3 Punkte. Wir sind leider noch nicht über dem Berg, aber das waren wichtige 3 Punkte. Ich wünsche Benny und seine Mannschaft auch viel Glück, weil ich glaube, die spielen gegen unsere direkten Konkurrenten in die letzten 3 Spiele und natürlich hoffen wir, dass die Hamburger die nötigen Punkte holen, dass die ihre Ziele erreichen und dass die uns helfen können, dass wir unsere Ziele erreichen. Dankeschön. Danke, Larry Mitchell. Gibt es Fragen von den anwesenden Kollegen der Presse? Gibt es Neuigkeiten von Brian Roloff? Die Information, was ich jetzt habe, ist höchstwahrscheinlich Saison beendet, aber er wird morgen einen Kernspintomographie bekommen und wir werden dann morgen erfahren, ob es tatsächlich so schlimm ist, wie Dr. Silva befürchtet. Das spielt momentan keine Rolle. Falls es nicht Schulter-Eckgelenk ist und er am Sonntag wieder spielt, dann möchte ich nicht sagen, was er hat. Ich gehe davon aus, dass ihr alle freie Bahn habt, morgen zu schreiben, was ihr wollt. Aber falls es nicht so ist, dann wollen wir natürlich nicht, dass ihr gejagt wird, die letzten 3 Spiele. Haben wir weitere Fragen? Der Check, der zur Verletzung geführt hat? Ich habe den Check nicht gesehen, weil es in die Ecke bei der Hamburger Spielerbank war und das ist wahrscheinlich der einzige Platz auf dem ganzen Eisfläche, was ich nicht so gut und deutlich sehen kann. Und heute mit dem Nebel muss ich zugestehen, ich habe gar nichts gesehen. Null. Nein. Es gab ja doch auch die ein oder
Entscheidungen, die man anders hätte treffen können. Beim 1-0 hätte man vielleicht auch Zeiler abseits geben können. Das 2-2 ist nicht gegeben worden von euch. Ist relativ spät abgegeben worden. Dann gab es diese Strafe, 18 Sekunden zum Schluss. Die Frage nach der Schiedsrichterleistung? Like, it's sehr leicht, man kann ihn nicht like sagen über die Schiedsrichter, aber ja, für uns, der erste Tor war Offside, aber wir, die Entscheidung war es gemacht und wir haben, ich habe gesagt, meine Spieler, wir müssen das vergessen, Offside oder keine Offside ist 1-0 für Augsburg und wir mussten kämpfen. Und like, das zweite Tor, like, die Tor vom 2-2, like, für uns war keine Offside, aber das, I mean, in diesem Moment, wir können nur nach Speed sprechen über das, aber die Entscheidung ist machen, wir können nicht machen und denke, dass meine Mannschaft hat ein bisschen Energie über das verloren und das ist nicht korrekt. Wir müssen konzentriert auf jeden Wechsel und in diesem Moment, wenn du hast ein oder zwei Wechsel, deine Kopf ist weg, dann du kassierst ein Tor und denke, dass das was passiert heute Abend. So, zwischen uns nach Pressekonferenz, wir können über das sprechen, aber in diesem Moment ist keine Entschuldigung, Augsburg war besser als uns heute Abend. Haben wir sonst noch Fragen? Wenn dem nicht der Fall ist, dann bedanken wir uns bei den beiden Trainern, den Hamburgern. Guten Nachhauseweg. Wir sehen uns wieder hier zum letzten Vorrundenspieltag nächsten Sonntag gegen die DEG Metrostars um 14:30 Uhr. Bis dahin eine gute Zeit und tschüss.